Hey, liebe Schlampenfreunde, Guido hier. Ja, ich freue mich mal wieder hier draußen zu sein. Es ist einigermaßen okay heute. Und hier ist gerade die Metal-Bude ausgebrochen. Ich hatte nämlich was total Witziges, was eigentlich nur auf CD da ist. Und zwar Metal Kids. Ne? Und nee, Quatsch, Metal Kinder. Geile Kinderlieder auf Metal-mäßig aufgebaut. Ne? Hier haben wir gerade Fuchs. Ne? Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Und das ist nach Rammstein, ne? Du hast. Ne? Und das ist relativ witzig alles. Ne? Komm, Brüderchen, rock mit mir. Drei Chinesen mit dem Metal-Brett gibt es hier auch noch. Oder Bruder Jakob. Butzemann, das Tanz am Biber, Butzemann. Und das alles voll auf Metal aufgebaut. Und das ist echt lustig. Mein Sohn fährt da momentan richtig drauf ab. Dementsprechend finde ich das total lustig. Und das geht jetzt am Nachmittag jetzt immer bei uns ab. Metal Kinder. Ja, also was richtig, richtig Tolles. Ich muss die ganze Zeit auf jeden Fall schmunzeln. Weil mein Sohn guckt immer so, ey, was ist das denn? Und so, ne, das geht ja. Also, ne? Dann hören wir das ja hier. Lustig. Also, das habe ich neue Pötten. Ein paar, ne? Das ist also. Schön, ich freue mich natürlich, ne? Habe hier was im Hinstellen, nehmen wir da hinten, ne? The Manhattans, ja, schöne Rhythm and Blues Band, relativ früh, ich glaube angefangen 67 oder irgendwie dort. Das ist eine Scheibe aus dem Jahre 76, mit dem größten Hit natürlich, Kiss and Say Goodbye. Das war der größte Hit der Manhattans. Ich weiß gar nicht, ob die noch mehr hatten oder irgendwie so. Das ist relativ einfacher, seichter Rhythm and Blues aus den Staaten, Light Dance, Disco angehaut. Angehaucht natürlich und ist schön, freue mich drüber, ne? Schöne Platte. Ich lege mal hier hin, vielleicht kann man das auch ein bisschen sehen. So, ja, das habe ich noch, wenn du mal Udo, ich meine, habe ich ja eigentlich schon, aber muss ich natürlich mitnehmen, weil die Dinger sehen auch wieder richtig gut aus. Utopia, ne? Also geile Platte natürlich, schöne Sachen drauf hier, Straßenfieber, Sandmännchen, Kugelkeulen natürlich, gegen die Strömung, geile Scheibe. Mit Superposter? Ne, leider nicht dabei. Oder ist es hier vorne drin? Nein, das Superposter ist nicht dabei. Aber egal, freuen wir uns trotzdem ein bisschen drüber. Auch wenn wir die schon haben. Ne? Aber ich nehme die Dinger ja immer mit, das wisst ihr ja. Ne? Genauso wie der Detektiv Rock Revue 2. Ist natürlich auch eine schöne Platte. Alle großen amerikanischen Klassiker hier von Udo drauf. Schön, schöne Platte, freue mich auch drüber. Und natürlich auch über Panische Zeiten. Der Film, den ich selber noch als Vorführer klar gemacht habe damals. Ne? Schöner Film mit Udo hier, Detektiv Kuhlmann ist auch unterwegs und so. Schöne Sachen natürlich auch hier mit drauf. Geiler Film. Letzten Endes schwer zu bekommen mittlerweile. Ich glaube, es gab immer irgendwann auf DVD. Ist er nochmal wieder veröffentlicht worden, aber der ist glaube ich auch schon wieder ausverkauft oder so. Auf VHS kriegt man ihn ab und zu mal noch oder so. Ansonsten würde ich den gerne mal wieder sehen. Ne? Gerade bei dem Udo-Hype, der übrigens, jetzt was haben wir heute? 4. März, Mai, ja, am 11. Am 11. bin ich am Timmendorfer Strand bei Udo sag mal, ich bin so von den Metal-Kindern hier fasziniert. Beim Soundcheck wollte ich schon fast sagen. Bei der Generalprobe natürlich in Timmendorf. Ne? Von einer großen Stadion-Tour. Die ja dann, glaube ich, in. Ne, erst geht ja noch Rockliner 6, aber kurz mit dem Schiff unterwegs. Und dann geht es in Bremen los, glaube ich, Anfang Juni. Ja, große Stadion-Tour, Udo ausverkauft alles. Ne? Alles ausverkauft. Ne? Einer meiner Lieblingsplatten, Panische Nächte. Das ist natürlich eine geile Scheibe. Freue ich mich immer wieder drüber. Die höre ich auch fast am liebsten. Ich will Matsch hier, ne, von AC/DC. Ne? Patti LaBelle. Patti LaBelle war natürlich auch gut. Ne? Ring My Bell. Oder Quatsch, was? Ring My Bell? Was ist das? Patti LaBelle, Ring My Bell, glaube ich. Ne? Bin jetzt gar nicht ganz sicher. Glaube schon. Das ist eine Scheibe hier aus dem Jahre 79. Ist natürlich auch schon schön funkig, disco-mäßig angehaucht, das Ding. Schöne Platte. Genauso wie natürlich Marius das erste Mal. Die musste man natürlich auch mitnehmen. Hier 1975 rausgebracht, das Ding. Schön war auch die Mode damals noch irgendwie so. Freue ich mich drüber, natürlich. Ne? Der Hubschrauber oder Kreisflüssig. Genau wie Bitter Süß von Marius. Ne? Auch schöne Platte. Ne? 76, gleich die nächste gewesen. Ne? Von Warner Brothers noch rausgebracht. Schon. Trio, bye bye. Ne?
Das ist natürlich auch schön. Ihr habt natürlich auch die andere Trio. Natürlich muss man auch Bye-Bye, ne? Auch diese Coverfläche wurde vermietet. Auch schöne Sachen hier natürlich mit drauf. Trio, Kralle, Co. kennen wir ja alle, ne? Damals schon mit gejammt. Eine neue habe ich mir gekauft. Die gab es für 8 Euro. Da dachte ich mir, okay, die nehme ich natürlich mit. Impala Ray. Impala Ray, relativ bekannt eigentlich mittlerweile. Haben auch hier erfolgreich Reeperbahn Festival und so klar gemacht. From the Valley to the Sea ist da die zweite Platte mittlerweile. Und die ist gut, das ist so Indie-Folk-Pop-Musik oder so. Also kann man relativ gut hören, finde ich irgendwie so. Die Scheibe selber hier ist inspired by Mallorca. Ich weiß nicht genau warum, was da jetzt Mallorca mit zu tun hatte. Oder Mallorca, sagt man ja. Ansonsten haben die auch schon relativ guten Hit gehabt. Und zwar der Hit hier Stay. Der war, glaube ich, auch schon in den Charts. Stay, ne? Ich weiß nicht, wurde das sogar, glaube ich, für eine Werbung benutzt, bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob da irgendwas war. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Band. 4 Leute, besticht dadurch, dass sie so Tuba und Horn, Bläser, Sätze haben und so. Und das ist eine schöne Mischung an Musik. Das ist schön, das freut mich ganz besonders drüber. Aaron, Herr Aaron, hier geht es jetzt gerade gar nicht. Dann keine Lego-Aktion jetzt hier bitte. Kodo, tauchen, ne? Pokel zum Töff, ja, ne, von Annette Humpe gemacht, das ganze Ding. Auch eine neue deutsche Welle da damals gewesen, ein bisschen, ja, sollte ein bisschen lustig sein oder so, ne. War so ein paar Witze irgendwie, so ein bisschen österreichischer Sound war das, nämlich Düse, Düse, Düse im Sauseschritt. Das Ding kennen wir ja alle. Also, ist okay, ne, also. Nicht jetzt meine Lieblings-Neue Deutsche Welle, aber habe ich auf jeden Fall auch gehört. Ne? Hier kommt der Putzemann dran. Ne? Ist so klasse, die Scheibe, ey. Also, ich freue mich über sowas. Vera K. Ne? Vera K. habe ich auch sehr gerne gehört. Das macht mich frisch. Das ist die zweite LP, glaube ich, gewesen von Vera K. und Co. War auch toll. Tolle Band, 1981 gebracht hier. Nach Niederhagen, finde ich, die zweite deutsche große, nee, ist auch eine Österreicherin, glaube ich. Coole Band. So, jetzt noch hier Lou Lafayette's Wolfsmond Traumzeit. Das kenne ich überhaupt nicht, das ist mir was ganz Fremdes. Aus dem Rüsselstudio aufgenommen, hier Otto Studio in Hamburg, 79. Und sagt mir gar nichts, ne? Also ich kenne weder Lou Lafayette, ich kenne auch nicht George Meyer oder Mike Bach, Volker von der Schwanke, Gerd Böttcher, ja, der ist bekannt. Ansonsten sagt mir das gar nichts. Ich bin mal gespannt, was das ist. Ne? Lou Lafayette's Wolfsmond mit Traumzeit. Hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. So, das ist jetzt hier nochmal eine Jazz Funk Special Price. Ich glaube, sowas habe ich auch schon in der Art gehabt. Das ist sogar dieselbe. Das weiß ich gar nicht ganz genau. Da muss ich mal gucken. Das ist eine schöne Compilation. Backed Up Against the Wall. Bin jetzt nicht so ganz sicher, was das alles ist. Ich kenne jetzt, glaube ich, die Leute nicht so genau. Ich glaube, das ist eine ganz gute Platte. Also, kann man nicht allzu viel zu sagen zu dem kurzen Preis. Ne? Duran Duran, die muss ich auch nochmal mitnehmen. Die habe ich auch schon mal, die berühmteste damals der Girls on Film, da sind sie dann rausgekommen. Auch schöne Band gewesen damals, ne? Mit dem berühmten, wie heißt der Sänger dann nochmal? Bonnie Bono. Komm ich auch nicht mehr raus. Egal, ne? Duran Duran. Und nochmal eine schöne Hip-Hop-Scheibe hier. Davon habe ich auch schon ganz einen Stapel. Keith Murray, The Most Beautiful Life Things in This World. Ja. Hip-Hop. Cooler American Hip-Hop. Und ganz zum Schluss nochmal Little Stevens and the Disciples of Soul. Das habe ich auch schon mal irgendwo, habe ich auch 2, 3 Platten von. Auch erst, glaube ich, vor ein paar Jahren in Hamburg gewesen. Das war ja der Gitarrist von Springsteen. Passt gut, ist gut, macht gute Musik. Kann man immer wieder mitnehmen. Habe ich, glaube ich, auch doppelt. Das ist auch nicht so schlimm. Ne? Ich muss sie mal wieder einmal aussortieren. Schau mal wieder. Sieht auf jeden Fall super aus. So. Hallo! So, jetzt halt. Tschüss, doch.
Hallo. Tschüss.